stemmen. Ik wil snel kans hebben voor mijn nieuwe video. Wie ik zei, is het dus een andere kans te houden. Dus het ligt er aan dat we morgen aan Fuji heen. En ik bereid ze vandaag weer vlies om het licht te halen. Dann am 17:30 Uhr müssen wir in Stau, damit wir um 6 Uhr losfahren können. Weil wir fahren heute an Concours in Sommiswald. Und Sommiswald ist von uns etwa 1 Stunde entfernt. Plus wir haben noch so ein bisschen Reserven eingerechnet, wo wir dort halt noch nie waren und wir nicht genau wissen, wo wir uns durchfahren. Also falls wir uns verfahren, hätten wir noch ein bisschen Zeit gerechnet. Nachher habe ich Startnummer 17. Ich gehe die Warte schauen und dann sind die Ecken von Favoriten. Deswegen werden auch meine Mom den Levi abmachen. Und ich gehe wieder die Warte schauen. Ich wünsche euch viel Spass mit dem Video. Und dann kommen wir dann auch schon zum ersten Umgang. Ich bin an diesem Tag 2 Umgänge Grünjump geritten und hier sehen wir die erste Runde. Bevor ich anfange, gegen wie gang habe ich den Lemmy zurückgerichtet, bin er angaloppiert, habe direkt schön das Grundtempo gehabt, habe er alles schön außerdurch aufs Eis angefangen, hat mir für ihn schön Fluss genommen, er ist hier so eine kleine dumme Wende, wo man lange nicht ausbleiben musste, auf so einer ganz schmalen das Mühle, das hat man gar nicht gekommen, hat er schön genommen. Er ist CEO. Mit dem Ungerboot ist mir leicht schräg über den Nähr. Es gab eine Schlangenlinie, gegeben, aber es ist trotzdem aufgegangen auf der Stelle für ihn. Dann hier eine lange Wendung auf den Ochser. Hat er mir kurz reingeschaut, aber schön genommen. Dann hat 6 hat er wirklich im letzten Moment ist er bleiben stehen, aber ich habe einen, es ist ja Idealzeit. Ich habe eigentlich möglichst kurz so wenden, hätte vielleicht noch eine Chance für eine Klassierung, aber ich habe dann gedacht, ich will nichts riskieren, weil der Baumstamm schon etwas höher war und fest hinten ist und alles. Und ich dachte, ich will ihm jetzt nicht ganz vertrauen. Ich bin dann noch eins angegriffen, hat ihn schön genommen. Weiter ist er wieder auch schön gesprungen. Hier, wo der Baumstamm wunderschön ist, hier nochmal eine komische Wende gekommen. Hat mir eigentlich ganz kurz um aufs Tal müssen. Ich habe fast ein bisschen fest zurückgenommen. Ich habe einen Schritt über das Tal, aber ja, mir war die Zeit auch recht egal. Ich wollte den Park noch schön beenden. Dort nochmal ein Baumstamm, dann hier rechtswendig auf Speedy, wo mir sehr schräg gesprungen ist. So, dass ich dann wieder eine Schlangenlinie hatte. Für die Wendung auf den letzten Sprung, wo er nochmal schön genommen hat. Und ja, ich nehme 4 Punkte aus dem Balken für Sevika und 20 Punkte für die Zeitüberschreitung. Hier sehen wir dann auch schon das Einreiten zum zweiten Balken. Er ist auf dem Albplatz sehr schlecht gegangen. Er hat angefangen herzustehen und hat sehr komische Sprünge genommen und wir wissen nicht genau warum. Was er hatte, also mir ist dort hier auch gerade so hinter diesen Büschen, die ihr seht, ist ein Fluss vorbeigegangen. Wir wissen einfach ein Problem mit dem hat, wo der Platz ist auch ein bisschen näher an dem Flüssli war, aber ich weiß es nicht, er hat echt mega komisch da und ja, ich war halt ein bisschen verunsicher gewesen. Aber ich habe gedacht, innen einfach schön drauf reiten und er hat schon manchmal komisch auf dem Arbeitsplatz zwischen ihnen perfekt gelaufen von dem her.
habe ich mich da nicht zu fest verunsichern. Und bin dann reingeritten und habe gedacht, Hauptsache er läuft einfach durch und bleibt nicht wieder stehen beim ersten Umgang. Zurückgerichtet. Ja, ist im Rot gerade direkt schön vorwärts angaloppiert. Ich habe gesehen vorher, dass sehr viel Zeitüberschreitung hatte. Eigentlich noch nie mehr Zeitunterschreitung hatte, hier aufs Eis. Dann bin ich direkt alles schön auf vorwärts geritten, weil die Idealzeit anscheinend ein bisschen knapp war. Es hat auch viel Revue gegeben auf dem Dalli dort beim Graben. Hier bin ich vorne durch, die Ideallinie wäre hinten durch gewesen. Hier geradeaus weiter, der Ochser hat er auch schön genommen. Dann hier bin ich auch links vom Sprung, die Ideallinie wäre rechts gewesen. Hier auf dem Baumstamm ist immer kurz ein bisschen bremsen. Dann schön weiter, jetzt hat nicht ganz passt, aber er hat schön eingestellt. Dann ist hier rechts gegangen, habe ich nicht vor der Welle, weil der so schmal ist dort hier. Dann schön auf rechte Hang weiter der Ochser. Hat er wieder schön genommen. Und dann kommt eben das Dalli, wo man quer drüber ist mit Grabermitte. Es hat sehr, sehr viel Revue an diesem Sprung. Aber der Lemmy hat das gar nicht angeschaut. Wir konnten auch wieder schnell weiter können, durch die Diagonale schön auszogen auf den Baumstamm. Hier ist sie mir kurz klein weggekommen, aber Lemmy hat sich nicht beirren. Hat auch den Sprung, den er vorher verweigert hat, wunderschön genommen. Im letzten hatten wir noch einen kurzen Schreckmoment, aber wir sind dann schön ins Ziel gekommen und konnten die Prüfung gewinnen. Gut hat die Prüfung ihre Zeit von 79,96 der Idealzeit von 8 mit einer Abmeldung von 400 Sekunden. Tamara Faber und Lenny Zeha. Das ist die Siegerin und die Kassierte von der Prüfung Nummer 2. Und jetzt bitte ich einmal auf alle Birntöne vor dem Sieg, die Ehre und die rechte Hand anzuführen.